Am 26. November, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, stimmen Sie über die Ostmilliarden ab, weil der Bundesrat leichtfertig, ohne dass er eine Verpflichtung dafür hätte, der EU eine volle Milliarde versprochen hat für Entwicklungsaufbau in Osteuropa. Wer meint, es bleibe bei dieser Milliarde, täuscht sich allerdings. Wenn das nächste Jahr Rumänien und Bulgarien auch zur EU kommen, dann werden weitere 350 Millionen fällig. Wenn die Ukraine dann noch kommt, wenn die Balkanländer kommen, selbst über die Türkei reden wir, dann werden Milliarden fällig. Der Bundesrat geht besonders schlau vor. Er will von Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, eine Generalvollmacht. Sie stimmen nicht über eine Summe ab, sondern sie ermächtigen den Bundesrat, sie geben ihm einen undeckten Scheck, dass er für den Aufbau Ost so viel ausgeben kann, wie er will. Sie als Stimmbürger werden in Zukunft nie mehr auch nur ein Wort dazu sagen können. Sie dürfen doch nicht akzeptieren, dass man derart mit ihren sauer erworbenen Steuergeldern umgeht. Wir wollen Kontrolle über die Gelder, die ausgegeben werden, und wir wollen nicht in ein Fass ohne Boden in Osten Gelder versickern. Darum gebe ich Ihnen den guten Rat, stimmen Sie nein, dann bleiben Sie Herr über Ihr eigenes Portemonnaie.